Günter Noke kämpft seit 25 Jahren für das Freiheits- und Einheitsdenkmal am Berliner Schlossplatz. Er ist einer der Initiatoren. Der Brandenburger engagierte sich zu DDR-Zeiten in der kirchlichen Opposition, war an der Friedlichen Revolution 1989 mitbeteiligt, saß später für die CDU im Bundestag. Die Insolvenz der Baufirma, ausgerechnet jetzt, kurz vor der Vollendung des Denkmals, ist wieder mal ein Dämpfer. Wir haben das wirklich dreimal vor dem Tod zurückgeholt. Und ich denke, diesmal ist es wirklich auf dem Weg, aber es ist noch ziemlich auf der Intensivstation. Es geht um diese riesige 50 Meter lange Stahlschale. Sie ist fast fertig, doch das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen ist plötzlich pleite. Wurden die Millionensummen vom Bund, der Eigentümer ist, etwa nicht bezahlt? Der Stahlbauer, bei dem die Schale momentan steht, die jetzt ja auch schon zu 85% fertiggestellt ist, hat also Insolvenz angemeldet. Und von unserer Seite ist dazu zu sagen, dass wir also vertragsgemäß und pünktlich alle Rechnungen bezahlt haben. Falls der Insolvenzverwalter beschließen sollte, das Unternehmen abzuwickeln, wäre das aber kein Problem für das Denkmal, denn wir haben schon einen alternativen Stahlbauer organisiert, der das Projekt nahtlos übernehmen würde. Doch allzu oft ging hier schon vieles schief. 2019 sollte das Projekt fertig sein. Fledermäuse kamen dazwischen, mussten umgesiedelt werden und die alten Decken im Fundament brauchten mehr Beton. Das trieb die Baukosten auf mehr als 17 Millionen Euro. Doch für Günter Noke bleibt es eine sehr wichtige Investition. Das, was hier investiert wird, bleibt ja für sehr, sehr lange Zeit als wirklich ein wichtiges Bauwerk, ein Denkmal, ein Freudenmal in der Hauptstadt. Und ich finde, dass wir als Nation gerade an die aktive deutsche Geschichte erinnern müssen. Bei einer spontanen Blitzumfrage in Potsdam und Berlin teilten viele diese Einstellung. Für die Art der Geschichte finde ich das schon wichtig. Verbindet ja auch irgendwie, man hat es ja selber miterlebt irgendwie, finde ich schon wichtig. Die Denkmäler und Sehenswürdigkeiten eines Landes repräsentieren halt die Geschichte eines Landes. Ich bin erstmal 2008 geboren und ich finde das Einheitsdenkmal natürlich einen sehr wichtigen Teil unserer deutschen Geschichte. Denn die Wiedervereinigung ist ja wirklich ein sehr großer Teil, den wir auch konservieren müssen. Am 3. Oktober, zum Tag der deutschen Einheit, soll das Denkmal fertig sein. Aber so richtig fest glaubt auch noch nicht Günter Noke daran.